Das nächste Thema, was ich hatte gelesen, das habt ihr bestimmt alle mitgekriegt, jeder, der ein bisschen in diesen Medien wie den AMB rumliest und auch in den Zeitungen stand es groß drin, ein riesiger Fall von sexueller Missbrauch durch kirchliche Leute in Australien. Irgendwie mindestens 2000 katholische Geistliche sind belastet, 7% aller Priester. Es geht, glaube ich, krass, um oder? Mehr als 4000 Opfer in den letzten, ich glaube, es sind ein paar Jahrzehnte, die da zusammengetragen wurden. Da gibt es eine Regierungskommission, die das untersuchen sollte. Und es sind jetzt letztens halt die Zahlen dazu das erste Mal veröffentlicht worden. Also ein Riesenskandal von einem Ausmaß, was man eigentlich kaum für möglich hält. Es hat, also mich schockt das ja immer wieder. Ne? Und man hört das ja auch so oft. Also man weiß gar nicht, was man dazu eigentlich sagen soll. Ja, dann sagen wir doch mal was dazu. Genau. Also es gibt ein Riesending. Sie haben, wie gesagt, 7% aller Priester belastet. Und dann stand noch im Artikel in der FAZ, dass in einigen Orden, religiösen Orden, der Anteil besonders hoch sei. Bei den Christian Brothers seien 22% der Ordensmitglieder belastet worden. Und bei St. John, oder St., was es sind? Es sind Briten, ne? Nein, es sind Australier. Was auch immer, wie man St. John, die sagen entweder St. John oder St. John. St. John of God's Brothers, da sind 40% der Mitglieder als Kinderficker belastet worden. Unglaublich. Das Durchschnittsalter stand dann noch zur Zeit des Missbrauchs, betrug 10,5 Jahre bei Mädchen und 11,5 Jahre bei Jungen. Es ist also nicht, dass sie sich an irgendwelche 17-Jährigen rangeschmissen hatten, was immer noch illegal wäre, sondern es geht um Kinder. Kinder. Die Kommission sagt, dass die nun veröffentlichten Zahlen, die Till eben vorgetragen hat, nicht mal alle bekannten mutmaßlichen Missbrauchsfälle betrifft, sondern nur diejenigen, die direkt den kirchlichen Institutionen gemeldet worden waren. Und von denen wiederum ist nur ein kleiner Teil der Fälle wirklich vor Gericht gekommen. Ja, das ist auch immer so bei diesen kirchlichen Missbrauchsgeschichten. Das, ne? Ist immer so. Dann hat die Kommission noch gesagt, dass Kinder, die den Missbrauch meldeten, ignoriert oder bestraft worden wären. Und die des Missbrauchs beschuldigten Personen sind dann auf neue Posten versetzt worden. Das ist unglaublich. Die müssten ja doch von einem Gericht bestraft werden. Ich weiß nicht, wie die das immer schaffen, dass solche Leute ungestraft dann einfach irgendwo anders weitermachen können. Und das Versetzen einfach woanders hin ist auch eine gängige Methode da, ne? Das liest man auch immer wieder in dem Zusammenhang. Ja, in dem Zusammenhang fand ich ganz schön, hat sich der Papst zu Wort gemeldet. Und der Papst sagt: Kindesmissbrauch ist eine Krankheit. Wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass es eine Krankheit ist, können wir das Problem nicht lösen. Kindesmissbrauch, lieber Papst, ist keine Krankheit. Kindesmissbrauch ist ein Verbrechen. Wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass es ein Verbrechen ist, dann arbeiten wir auch nicht mit den Behörden zusammen und dann kriegen wir auch das Problem nicht gelöst. Und passend dazu weigert sich der Vatikan auch, Dokumente rauszugeben an diese Untersuchungskommission, ne? Ja, die müssen ja ihre armen, kranken Brüder retten, ne? Die dann auch noch von den Kindern verführt werden. Ich weiß nicht, ob sie das noch machen, ob sie die Nummer noch ziehen können, aber früher haben sie das bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Bei dem großen Skandal, den es damals in den USA gab, war das ja auch was da angeführt wurde, dass die Kinder eigentlich schuld sind, ne? Und die wurden auch nur hin und her versetzt, die Priester, und konnten dann weitermachen. Und wie arrogant die Kirche dann auch bleibt, ne? Der Vertreter der Kirche zum Beispiel, der mit dieser Regierungskommission in Australien zusammenarbeitet, der nennt die Zahlen, die jetzt über Jahre ermittelt haben, unhaltbar. Also das finde ich auch unfassbar. Völlig ohne jeden Zusammenhang, sagt der Papst jetzt auch. Vor ein paar Wochen hat sich der Papst nochmals, hat gar nichts damit zu tun, ne? Da sagt Papst Franziskus, habe ich im Stern gelesen, Papst Franziskus hat mit drastischen Worten die Skandalberichterstattung in den Medien kritisiert. Auch mit den Lesern geht der Papst hart ins Gericht. Er vergleicht sie mit Menschen, die ihre eigenen Exkremente verzehren. So, die deutschen Medien haben da so ein bisschen draus gemacht, der Papst kritisiert Fake News. Der Papst ist so nett. Ist ja nicht wirklich das Gleiche. Der Papst ist so nett. Aber alles, was er sagt, muss er nicht. Er hat einfach ein gutes Image. Ist unglaublich. Aber was er halt sagt, müsst ihr immer, guck doch mal woanders hin. Wir machen doch auch gute Sachen. Also die haben überhaupt kein Problembewusstsein. Die sagen, die Leute, ach, das sind ja gar keine Verbrecher, das sind arme, kranke Leute, die im Zweifelsfall noch von den Kindern verführt werden, wie Martina sagt. Wir müssen die aus der Schusslinie nehmen. Und wer dann noch was darüber lesen will, ist jemand, der seine eigene Exkremente verzehrt. Also unglaublich. Also ja, in dem Zusammenhang fände ich die Frage interessant, das ist ja ein Muster. Aber warum ist das denn so?
dass so viele katholische Priester Kinder missbrauchen. Wenn das 7% der Priester sind, und das ist ja offensichtlich die Untergrenze, und in manchen Organisationen 40% und mehr, also das ist ja nicht mehr mit irgendwelchen zufälligen Häufungen zu erklären. Und das ist ja wohl auch signifikant überdurchschnittlich. Was ist denn da los? Also die offensichtlichste Erklärung wäre doch, dass die Zwänge, die die kirchliche Sexualmoral ihren eigenen Mitarbeitern auflegt und auch die restlichen moralischen Zwänge, die die Regeln der Kirche ergeben, die Leute so fertig machen, dass die Ventile entwickeln, um irgendwelche unterdrückten Bedürfnisse anders zu befriedigen, und zwar auf illegale und schädlichste Weise. Das wäre ja die offensichtlichste, augenscheinlichste Erklärung, oder? Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt da einen ganz interessanten Artikel auf Wikipedia. Es gibt nämlich da schon eine Debatte drüber, was sind die Ursachen und die Besonderheiten sexuellen Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche. Und da haben sich auch viele tatsächlich empirisch schon mit beschäftigt, Wissenschaftler, aber auch Kirchentheoretiker haben da Stellung zugenommen, oder auch Sexualmediziner zum Beispiel. Die Strukturen in der Kirche haben auf jeden Fall, also das ist ein heißer Kandidat dafür, dass es den sexuellen Missbrauch an Kindern befördert. Allerdings, glaube ich, ist es auch nachgewiesen, dass jemand, dessen sexuelle Veranlagen oder Gefühle unterdrückt werden, dass der nicht unbedingt jetzt sich an Kindern vergeht. Also der könnte auch eine geheime Geliebte haben, oder wenn er homosexuell ist, einen geheimen Geliebten. Also das wird ja auch viel so gemacht. Also dass es so viele Übergriffe auf Kinder gibt, das ist halt schon auffällig, aber wahrscheinlich keine, oder so wie es auch hier diskutiert wird und wohl auch nachgewiesen ist, ist es schon mal keine Reaktion auf das Zölibat. Das ist nämlich das, was halt viele denken würden, dadurch, dass das so restriktiv ist und so verkniffen und man ja seine Sexualität nicht ausleben darf, vergreifen die sich dann irgendwie an Personen, die sich nicht wehren können. Ist aber etwas, was man so wohl empirisch nicht halten kann, weil es gäbe da andere Auswege. Und ist auch etwas, was die Opfer auch ganz furchtbar finden. Weil die eben, wenn es nur darum geht, dass denen halt der Sex verboten wird und deswegen werden sie jetzt hier entsprechend missbraucht, also da werden Pädophile einfach dadurch gemacht, die finden das irgendwie zu wenig. Also das ist so, ja. Man nimmt denen die Verantwortung, ich hab auch den Eindruck, denen, die das gemacht haben. Das ist halt sehr der einfache Weg raus. Ne? Und das ist ja auch Unsinn. Ich meine, die katholischen Priester können sich ihre Haushälterinnen aussuchen. Und ja? Die haben sie ja auch, ja, natürlich. Die haben sie auch alle. Die leben dann da mit dem Pfarrhaus. Ja, okay. Also das ist schon eine besondere Veranlagung. Also ich glaube, es gibt eine Theorie des Zölibats und eine Praxis des Zölibats, die auseinandergehen. Also das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Was es sein kann, ist, dass, was ich mir vorstelle, ist, dass es, wer will denn Priester werden in der modernen Gesellschaft? Das sind ja schon, sagen wir mal, sehr spezielle Menschen, die heute bereit sind, Priester zu werden. Und meist, würde ich sagen, sind die nicht mit sich im Reinen. Ja, dass sie meinen, sie müssten sich, also gläubige Leute, die meinen, sie müssten sich vor dem Gott schmeißen, sie müssen sich ganz besondere Mühe geben, sich immer vor den Gott zu schmeißen und im Wesentlichen zu wimmern, also zu beten. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das Leute sind, die nicht mit ihrer Sexualität in Reimen sind. Früher war das so, dass es dass eine Karriere in der Kirche nicht nur für die jüngere Brüder von Adligen besonders interessant war, weil man da halt was werden konnte, wenn man nicht den Titel geerbt hat, sondern auch für viele Schwule. Lesben durften ja nicht, aber es ist halt, bin ich nicht gezwungen zu heiraten, da kann ich Karriere machen, ohne dass die Gesellschaft mich böse anguckt. Und am Wochenende gehe ich halt in die Nachbarstadt, wo mich keiner kennt, und lasse da die Sau raus. So, mit der zunehmenden Akzeptanz in westlichen Medien werden sich viele junge Schwule werden da keinen Bock mehr drauf haben, auf diese verlogene Nummer, weil es halt auch hier mittlerweile andere Wege gibt. Du kannst einfach schwul sein. Ja. Genau. Für junge Leute, die können in fast jeden Beruf reingehen, alles außer Bundeskanzler. Und da denke ich, dann sind die raus. Aber wer bleibt noch übrig? Vielleicht Leute, die sich zu kleinen Kindern hingezogen fühlen. Die sammelt man dann ein, steckt sie in Priesterseminar. Du sammelst also verhaltensauffällige junge Männer ein, steckst sie in Priesterseminar, ziehst ihnen schwarze Frauenkleider an und verbietest denen, über Sex oder, was ich viel schlimmer finde, über Beziehungen zu haben. Und so ein normales, erwachsenes Verhältnis zu Beziehungen, zu Sexualität, zu Menschen
also du verbietest denen quasi das Erwachsenwerden. Ja, erwachsen nicht im physischen Sinne, ja, sondern ja, ja. mental zu reifen. Normal zu werden. Ja. Zu reifen, genau. Ja, und vielleicht gibt es dann da einen guten Prozentsatz, der sich dann halt an Kindern vergreift. Ne? Tja, vielleicht führt ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass... Martina und ich haben uns gestern Abend noch darüber unterhalten und Martinas Punkt ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch sagen willst, dass die dann eine komische Macht, ein komisches Machtverhältnis haben. Ne? Ja, also der Eugen Drewermann, das ist ja ein recht bekannter Theologe und der ist auch Psychoanalytiker, der sagt, dass die Verantwortung für die Missbrauchsfälle in der Kirche und ihren Strukturen selbst liegt. Also dass die Strukturen da so sind, dass die erstens eben attraktiv ist für Personen mit Paraphilie. Das ist nicht das Zölibat, sondern das sind die kirchlichen Strukturen, so wie du es gerade ja richtig beschrieben hast. Also Paraphilie heißt seltsame sexuelle Vorlieben, die sich auf Gegenstände, was man ja noch sehr gut ausleben kann, den Gegenständen ist es ja meistens egal, oder eben zu Kindern hingezogen führen. Und dass die eben diese Strukturen erstens attraktiv finden und dass die dann aber auch eben diese Situationen befördern, in denen der Missbrauch auch geschehen kann. Ja, also das eine ist ja, ich bin pädophil veranlagt. Das andere ist, ich schaffe mir auch eine Situation, wo ich das ausleben kann und im Zweifelsfall sogar noch nicht mal vor Entdeckung und Bestrafung großartig Bedenken haben muss. Dazu schreibt noch der Arthur Kreuzer, steht auch hier auf Wikipedia, ist ein Kriminologe, in einem Beitrag für die Zeit 2011. Der will die Kirche da ein bisschen will das ein bisschen relativieren. Also der schreibt hier, dass Ähnlichkeiten zwischen den Mechanismen, die Missbrauchstäter in betroffenen Institutionen für sich nutzen, existieren. Und diese Mechanismen sind unter anderem Macht- und Autoritätsstrukturen, Korpsgeist, Abschirmung gegen Kontrolle von außen, zu familiäre Verhältnisse zwischen Lehrern und Schülern und so weiter. Also er sagt jetzt, das trifft nicht nur auf die katholische Kirche zu, aber halt auch natürlich, sondern auch auf andere entsprechende Organisationen. Also man kennt das ja auch aus zum Beispiel Internaten, ne? Dass es da auch solche Vorfälle gab schon, gehäufter. Und das hast du gestern auch gesagt, wenn dann natürlich, das wird auch so sein mit diesen Internaten, wenn es da erstmal eine Quote von 40% gibt, wenn also 40% der Brüder regelmäßig Kinder befingern oder vergewaltigen, man weiß ja nie genau, was es ist, dann gibt es da auch. Und dann ist es eine Kultur, dass es ganz selbstverständlich ist. Ja. Wenn das ist jeder Dritte, jeder Zweite, das ist dann auch nichts mehr, was man melden möchte, weil es ja fast jeden betrifft. Ja, und genauso auch das Unrechtsbewusstsein ist ja da nicht da. Ich meine, das ist also eine größere Sünde, kann man ja kaum begehen. Ne? Also jetzt mal, wenn man wirklich den Glauben so auffasst, dass man halt einem Kind was antut. Also im Grunde fehlen die ja dann auch in ihrem Glauben, würde ich jetzt mal aus dem System heraus so argumentieren. Aber es wird ja gar nicht so gesehen, sondern sie werden dann vielleicht gerügt und woanders hin versetzt. Also das erscheint mir jetzt keine besonders große Strafe, vor der man dann Angst haben müsste, sondern irgendwie implizit auch also so ein Zuspruch, dass man sagt, ja du Armer, hast du eben ja auch schon gesagt, Oliver, so du Armer, du bist ja krank, na jetzt gucken wir mal. Ne? Aber auf die armen Opfer wird da nicht geschaut. Ja, die sind schuld. Die werden ignoriert oder bestraft. Und die sind auch nicht Teil des Systems, ne? Wo hier wieder Korpsgeist steht. Ne? Die sind dann im Zweifelsfall nicht so wichtig, sondern die im eigenen System mit drin hängen, werden da extrem bevorzugt. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass sowas passiert, ohne dass die Gemeindemitglieder das mitkriegen. Wenn das jetzt ein oder zweimal passiert und das Kind hat Angst und das Kind weint oder das Kind sagt nichts, okay. Aber wenn jetzt da in eine Klosterschule oder was auch immer systematisch Kinder missbraucht werden, das kann man ja nicht anders sagen, was man da so hört. Das müssen ja, das muss ich unbedingt sagen. Das müssen doch die Eltern mitkriegen. Nein, das müssen die nicht mitkriegen. Ich habe einen Film eben gesehen über diesen, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, also den Skandal in den USA, wo ja auch systematisch Priester in großer Anzahl Kinder missbraucht haben. Und es gibt ja auch unterschiedliche Berichte eben über Internate und so weiter, wo Kinder missbraucht werden. Und die Leute sind ja nicht dumm, die Kinder missbrauchen, sondern die suchen sich schwache Opfer. Schwache Opfer, die also Kinder, die schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern haben, die eben, wo die Eltern kein Interesse an dem Kind haben. Also Kinder, die aus instabilen Familien kommen. Und das heißt, deswegen können die dann diese Rolle übernehmen, die Vaterrolle, die Mutterrolle, ich kümmere mich aber um dich. Und das sind Kinder, die dann so abhängig werden von denen,
und auch so wenig Rückhalt haben zu Hause, dass die das natürlich zu Hause nicht sagen. Also die wählen ihre Opfer ganz gezielt aus. Das ist nicht so, dass das geht ja auch oft über lange Zeit. Das ist ja nicht so, dass man dem einmal irgendwie an den Po fasst oder noch Schlimmeres macht und das war's dann, sondern das geht ja über lange Zeit, dass die Kinder missbraucht werden und das nicht sagen können zu Hause oder nicht wollen oder gar nicht danach gefragt werden. Also das muss nicht immer auffallen. Ja, es geht um Abhängigkeitsverhältnisse, die da geschaffen werden, ist furchtbar. Die da entwickelt werden. Ist furchtbar. Und irgendwie auch um ausgeliefert sein. Ne? Also ich frage mich, ob so das Gefühl der Priester, diesem Gott ausgeliefert zu sein, vielleicht auch damit zu tun hat, dass die auch mal jemanden haben wollen, der ihnen ausgeliefert ist. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber... Mhm. Und warum ist das so, dass die Kirche sich wirklich weigert, da mal auszumisten? Ja, das ist ja noch ein Skandal. Das ist eine ganz andere Frage und das ist wirklich für mich total unverständlich. Aber die müssten doch auch ein Interesse daran vielleicht haben. Vielleicht sind es so viele. Vielleicht sind es so viele, dass sie da das einfach immer nur zuschütten, irgendwie notdürftig. Wenn da bricht es wieder raus, dann wird da wieder ein Mäntelchen drüber gedeckt. Wahrscheinlich sind es einfach viel zu viele. Das wäre meine Vermutung. In Deutschland haben sie ja 2010, also diesen Skandal gibt es in den USA seit den 90er Jahren. Immer mal wieder. Und in Deutschland kam es ja 2010, 2011 raus und dann haben sie ja so getan, als wären das alles bedauerliche Einzelfälle. Also ja, viel zu viel und ach du meine Güte und wir haben die Person ja auch versetzt und so weiter. Mhm. Aber sie tun ja, als ob vielleicht ist Martinas Hypothese, dass, ja gut, ich meine, ich kann den Orden zumachen, wenn 22% der Ordensmitglieder, wie soll man es nennen, aktiv pädophil sind. Ne? Also Kinder vergewaltigen, darüber reden wir ja. Die Theorie, dass das so viele sind, halte ich auch nicht für so unwahrscheinlich. Ich habe mal jemanden sagen hören, der so ein bisschen Einblick in diese, ich nenne es mal Szene, in Rom hat, wo ja unglaublich viele Kloster und Brüder und Priesterseminare sind, die auch alle dann in den entsprechenden Gebäuden wurden. Und der hat behauptet, dass 80% der Priester schwul wären. Schwul heißt ja jetzt nicht Kindervergewaltiger, aber schwul ist auch eine Sache, die die Kirche eigentlich nicht akzeptiert, dass man ja auch immer wieder erkennen kann. Mhm. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass das so viele sind, dass wenn die das wirklich ausmessen würden, wäre die Kirche vielleicht weg. Du meinst, dass sie schon daran, durch solche Sachen, die sie dann auch heimlich weglügen, anstatt dann mal zuzustehen, dass sie dann so mit das heimlich Weglügen trainiert haben, dass sie das jetzt quasi im Reflex auch noch machen. Ja, oder dass wirklich das Ausmaß so groß ist. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ja, ist. Das muss dann ja, stellt man sich ja vor, es muss ja lustig hergehen dann, wenn die dann mal eine Gruppenreise nach Rom machen. Ne? Ja. Vielleicht finden die das aber auch gar nicht so schlimm. Keine Ahnung, wie die Auffassung ist. Wenn man dem Papst zuhört und sagt, Pädophilie ist eine Krankheit, also der sagt nicht, genau wie du gesagt hast, Oliver, der sagt nicht, das ist ein Verbrechen, das darf nicht vorkommen, die armen Opfer, es ist unerträglich. Ich weiß nicht, ob er sowas schon mal gesagt hat, aber vielleicht finden die das so ein bisschen, vielleicht finden die das gar nicht so schlimm. Ja, dann hat er da mal an dem Kind ein bisschen rumgetätschelt. Weiß nicht, ob die das wirklich so schlimm finden. Müssten sie eigentlich, aber vielleicht ist das bei denen eher ein Kavaliersdelikt. Ich weiß es nicht. Aber es stimmt, ihr habt recht, das sind zwei Fragen. Ne? Die eine ist, warum passiert das so viel? Und die zweite ist, warum wird da überhaupt nicht, warum arbeitet die Kirche selber da nicht dran? Weil es könnte eigentlich nur in ihrem Sinn sein, wenn man sie als ehrliche Institution mit moralisch hohen Werten ansieht, weil das behauptet sie ja immer, dass sie das also sein möchte. Woran sie arbeiten, ist Schadensbegrenzung. Und Schaden ist aus ihrer Sicht nicht das, was dem Kind passiert. Missbrauch, genau, das ist nicht der Schaden. Der Schaden ist das, dass darüber berichtet wird und dass sich Leute abwenden von der Kirche, dass es einen Vertrauensverlust gibt. Ja, richtig. Und alles, was sie machen, deutet meines Erachtens ganz stark darauf hin, dass die das so sehen. Dass es die versuchen, die Leute aus dem Verkehr zu ziehen. Die versuchen mit den Medien, im Moment sind es ja viele in der Kurie viele Jesuiten und die Jesuiten sagen ja, es ist nur wichtig, dass Gott die Wahrheit kennt. Mhm. Das heißt, ich kann die Medien auch, sagen wir mal, anlügen ist vielleicht ein hartes Wort, aber sagen wir mal anlügen. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich damit hin wollte, aber ich glaube, das stimmt. Es geht, was sie machen wollen, ist Schadensbegrenzung und der Schaden ist lediglich, dass sich die Leute von der ewigen Wahrheit und der ewigen Mutter abwenden. Ihren eigenen Schaden, nicht den der Opfer. Schön gesagt. Mhm. Also fuck you, Papst. Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht weiter mit der Stärke. Now, everybody's down now. Fire.